the number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette as Thomas looking left and right. He goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. So ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the chicane. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over, and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going. Wie geht das denn? 54. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich hatte minus eine Sekunde drauf. Oh, das gibt's doch gar nicht. Das hatten wir noch schon mal, oder? Oh. Das erinnert mich an ein Video, was ich mal gemacht habe. Da ist dasselbe vorgekommen. Das gibt's doch gar nicht. Da bist du nicht vor die Ziellinie gekommen, sondern da bist du ja. Bist du schon in der Schikane weggeploppt? Ja, immerhin den letzter. Ja, ich wäre, na gut, ich meine, ich wäre sowieso hier ja, wahrscheinlich nur ein, zwei Plätze nach vorne gegangen. Also, das sind mir hier schon mal 54,7 die Zeit. Boah. Da haben wir jetzt ja mal die Möglichkeit, hier mal unsere Zuschauer zu begrüßen. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen. Ja, aber es geht die Sprint Challenge in Deutschland. Nürburgring. Hallo Tommy. Hallo lieber Patrick. Hier nochmal an der Stelle, der Patrick hatte Geburtstag am Montag. Einen herzlichen Glückwunsch. Ganz, ganz lieben Dank. Zum 34. Ne, oder wie? Merci, Dankeschön. Dankeschön. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier richtig alles eingestellt. Ich gehe mal ins Grid. Gut schief an. Rutschief an, ist eine gute Frage. Ja, ja, der läuft. Machen wir mal aus. Und nochmal an. Zündung an, Motor an. Kevin Kemling auf Pole Position. Die haben alle so 2000er I-Rating. Ja. Dahinter Warwick Sharp, Jeff Everts und auf dem vierten Patrick Seitz. Ja, gut, danke. Tommy, du bist 21 da. Ja, das sehe ich. Und 27, das sind immerhin noch 6 Fahrer hinter dir. Auf Pole Position steht McLaren. Oh, ehrlich wahr? Ja. Kevin Kemling in McLaren. Dahinter eine ganze Armada von BMWs. Ja, ich glaube, die BMWs sind echt ziemlich stark so. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gucken wir mal, was passiert. Ich habe beim letzten Rennen immer Glück gehabt. Ich war ja immer ziemlich weit vorne. Ne? Also das ist jetzt vorbei hier. Da kommt die grüne Flagge raus. Und die 28 Supersportwagen gehen auf die Reise. Sieht alles ganz gut aus. Wow. Oh, oh. Franco Barlo besiegt.
nervös, aber noch mal alles gut gegangen. Wahnsinnig enges Feld hier ersetzt, aber alle sehr diszipliniert. Bisschen ein paar kleine Reppeleien, keine großen Zwischenfälle, alles super glatt gegangen. Und der Tommy mit drin. Ja. Oh, da hast du nicht ganz vorne. Guck mal, die Bahn ist gut. Da ist noch ein. Und er räumt den Andrea Piantanesi ab. Der arme Kerl, Feierabend für den. Und dann sehen wir hier irgendwann mal, wie das Ganze zustande gekommen ist. Bin ich zu weit in den Rhein gefahren. Und dann neben dem Patrick Seitz keinen Platz gehabt. Der Andrea, der voll in diesen Unfallort rein. Schade. Und jetzt sehen wir es hier noch einmal, der Thomas de Mann mit seinem verfliegten Auto fliegt er noch einmal ab. Naja, er rennt zu vergessen. Und abputzen und weiter geht's. Gut an dir. Ansonsten aber alles bisher fair und sauber, ist ja auch ein hartes Feld. Wir sehen hier der Patrick Seitz, der greift jetzt den Warwick-Charm an. Mal gucken. Schikane, ja. Kann er vorbeigehen. Und da der Tommy auch Richtung Schikane. Und wir gucken hier nochmal hier, was denn Bobby Schaub passiert ist. Ah, der wollte einlenken und ist da reingeknallt. Der Lampo hinter dir ist gerade ausgegangen. Und hier sind wir bei den Plätzen 6, 7, 8, 9. Und dann sehen wir hier gerade im Bild mit seinem BMW, dahinter in Akoidan Artega, in dem Spot von McLaren, wunderschön lackiert. Ja, ganz schön harte Kämpfe. Oh! Und dann direkt den Dreher da. Und da dreht sich doch einer, habe ich gerade im Augenblick gesehen. Stefan Röhling. Hier schauen wir uns das nochmal im Replay an. Anfahrt Spitzkehre Richtung Arena. Ja, man sieht 10 noch. Ja. Und dann wird es ein bisschen eng. Der kriegt einen kleinen Schubs und dreht sich einmal rum. Schade. Der nächste fliegt ab. Nur Hendrix mit Ferrari. Oh, und hier sind wir ganz vorne. David Vicente in Position 2. Beim Einlenken dreht er sich weg. Oh, da hat aber sein Gegner noch Glück gehabt. Aber der Patrick Seitz, der rauscht ihm rein. Und so ist das auch mit dem Hendrik Nors zustande gekommen. Oh, hinten der Audi, der drückt. Das wäre der 5-Platzierte, ne? Ja. Beim Ausweichen ins Gras und weggerumpelt. Das sehen wir jetzt hier nochmal. Ihr seht hier. Nur Hendrix. Die wurde auch frontal eingeschaut. Mittlerweile schon 5-Täter. Ferrari gibt nach. Ja. Ganz hellbar. Achtung, ja, der tritt. Aber der bringt zurück. Irgendwie hat der Ferrari das ganze Feld vorbeigelassen. Ja. 13er. Ja, das läuft doch bisher tipptopp für den Tommy. Und hier sehen wir den Andrei Kostarev, Position 25. Verliert sein Auto und rote durch die Botanik. Und doch noch angedotzt. Heckflügel krumm. Schade. Aber kann weiterfahren. Also. Wow, der. McLaren hat schon 3,5 Sekunden Vorsprung vor dem Rest des Feldes. Hinter dir ist auch nur der BMW. Der Rest ist einfach weiter weg. Zug dahinter, ne? Ja. Ist das weiter weg? Ja.
Der Audi von vorhin hat einen Fehler gemacht. Ja, oh. 13 da, schnellste Runde. Aber ja, der will vorbei, der BMW, wa? Der ist nicht nah genug. Lepo Balo. Und hier sind wir ein Stück weiter hinten. Bader Nasser im Ferrari überholt gerade den Vanciacco Lamborghini. Und auch da hinten geht's rund. Dahinter der Noah Hendricks. Hier sehen wir mal Julian Emiliani gegen André Pacheco. Und der Pacheco, der kriegt eine mit und verliert gleich ein paar Plätze. Ganz schönes Gerumpel, aber nochmal alles gut gegangen. Und auch hier ganz vorne wird hart und eng gekämpft. Julian Emiliani hier und dann. Und der Eichhahn Ortega, dahinter Marvin Scharf, der immer wieder versucht, den Ortega anzugreifen, aber nicht vorbeikommt. Und auch der Christopher ist noch in Reichweite. Ein interessantes Paket hier. Wir müssen auf den Audi hinten, der gibt auch Gas. Was hat denn der für Rundenzeiten? Hat ich hier gesehen. Der ist kaputt, der Audi, hab ich gesehen. Und hier sehen wir den Stefan Röhling, angegriffen von Noah Hendricks. Dunlop-Kehre und lädt sich automatisch von alleine ein, ohne Fremdeinwirkung, und verliert natürlich noch ein paar Plätze. Ich schätze mal, Rennen ist gelaufen. Der hat jetzt gerade die anderen hinter sich vorbeigelassen. Ja. Oha. Hey, komm, Carlo, we need to catch me. I won't watch that guy. Oh, ich komme aber nah da hinten, wa? Da Adam Fett oder was? Ja, ja. Der erste vor dir eigentlich. Ein BMW-Duell. Remco Bardo überholt den Wolfgang Kors. Ja, die holen auf da hinten, oder? Aufholen und überholen. Ja gut, aber das ist schon ziemlich eindeutig. Ey. Es ist hier schon ein starkes Feld, alles gut aus der Regen. Teilweise drüber. Elkschott. Wolfgang Kors. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zack, der Audi hat es weggeworfen hinter dir. In die Botanik gesegelt. Wieso, was passiert? Der ist auf dem Wobbel ausgerutscht. Der ist mit dem Rad auf den Wandstein gekommen und hat da Gas gegeben, hat sich eingestellt. Okay. Jetzt ist noch der Lamborghini da als starker Gegner. Aber dahinter. Der Wolfgang Kors, der hält den Lambo erstmal ab.
gerade überlegen, was das von Landsmann ist. Van Suyakia. Kennst du den Namen? Mein erster Incident. Und da sehen wir mal den Rondat und den Aikodan Ramos Artega, der den Rondat jetzt kräftig in der Mitte gibt. Zum Glück nicht viel passiert, schiebt wieder gerade, aber hält ganz schön harte Kämpfe vor. Super eng das ganze Feld hier, ziemlich harte Kämpfe auf sehr hohem Niveau. Okay. Lambo ist vorbei an dem hinteren. Wir reden hier von einem Schnitt von 2000er I-Rating. Ihr seht hier, der Rondat wieder auf den 9. Platz zurückgefallen. Hier mit dem Stefano sich aber hier nicht abkochen. Oh, jetzt hat er ihn mitgegeben und geht vorbei. Und hier dann wieder auf den 8. Platz zurück. Ich hab den ein bisschen aus dem Konzept gebracht, glaube ich, gerade. Ja. Jetzt wird es Zeit, mal wieder nach vorne zu schauen. Ihr seht hier den Patrick Seitz und ganz vorne hier den Kevin Kemling. Dahinter Jeff Ewerts. Der Claude vorne zieht einzeln und verlangt seine Preise. 4 Sekunden Vorsprung. Der drittplatzierte schon 12 Sekunden. Nächste in die Box. Also es ist gar nicht mal so, gar nicht mal so dumm in die Box zu fahren, wa? What you say on? Didn't get it. I wasn't gonna try pass you, I just wanted to see what you would do. All the traffic in front. Der Boden Kohlmann und der Wolfgang Horst diskutieren hier hinter dem Lambo. Haben wir hier eine kleine Unterhaltung gehabt, gerade zwischen dem Wolfgang Horst und dem Owen Kohlmann. Und ich verpiesel mich in der Box. Was für eine starke Kampfgruppe hier auf Platz 9 bis Platz 14. Ben, can you hear me? I'm going to pick. Wow. Watch out, I'm going to go pick. Go right side, go right side. I go slower, go right side. Der Owen Kohlmann hat so lange rumgenervt, bis der Wolfgang Horst hier vorbeigelassen hat. Nothing happened. 21 Meter. Und da sehen wir mal den Bader Nasser, der hier in der Schikane, in der NGK-Schikane auf den Wobbel kommt und sich eindreht und eine kleine extra Runde drehen muss. Naja, nicht viel passiert. Ein paar Sekunden verloren, weiter geht's. Und da Tommy kommt aus der Box und hinter ihm Christopher Bairaso kommt angeschossen. Mal gucken. Ja, Tommy bleibt innen und kann, kann nicht vorne bleiben. Schade. Der Christopher geht vor. Schau. Denkt an Reifen ab. Und das ist Wolfgang Horst, hast du geholt. Der war vor dir. Der hat in der Box mächtig verloren. Boah, ich fahre mir gerade was zusammen, ey. Der muss auch schon mal irgendwo eingeschlagen sein, denn fehlt vorne ein Stückchen vom Auto. Wie ihr mittlerweile wisst, hatte der am Anfang ein kleines Malheur mit dem Thomas Demann. Während wir hier mal wieder unseren Spitzenreiter sehen, den Kevin Kemling, der hier ein blitzsauberes Rennen fährt. Oh, der Ferrari hinten kommt näher.
Das ist David Flanagan 2 und dahinter der Wolfgang Kors. David Flanagan. Hier schauen wir mal wieder etwas weiter nach vorne. Und der Higo Oliveira, der jagt immer noch den Patrick. Und der Tommy immer noch im Sandwich zwischen Christopher und David. Ist er hinter mir schon in der Box gewesen? War das zufällig? Das weiß ich nicht. Aber von der Pace her könnte es gewesen sein, ja. Als hält ja vor euch, der hält sich jetzt nicht. Ich halte hier alle auf, Patrick. Ja, David Flanagan im gelben Ferrari, ihr seht hier, der macht mächtig Druck auf den Tommy. Tommy hält ordentlich dagegen, wie es gehört, aber jetzt, naja, keine Chance. Geht vorbei und der Tommy muss nachgeben. Keine Chance, ja. Sehr gut gemacht, immer ja. Angeblinkt. Ah, der ist schneller. Willst du machen? Oh, ich kann nicht sehen. Oh, ey. Hat mir jetzt auf jeden Fall Zeit gekostet auf den Hintermann da, ne? Ja. Den BMW. Der Wolfgang Kors ist dran und jetzt macht der Druck. Wolfgang Kors, der war ja... Der war vor dir und hat mich losgelassen. Vorhin. Ja. Hier haben wir jetzt auch mal unseren Zweitplatzierten im Blick, Jeff Edwards. Absoluter Top-Job, fehlerfrei. Und natürlich Kevin Kemling. Werden wir hier mal den André Pateko sehen, der jetzt schon überrundet wird. Und da, oh, auf Grün kommt, aber zum Glück den Lambo, den Wandsack hier nicht abgeräumt, sondern nur weggerutscht. Nichts weiter passiert, während der Tommy immer noch im Kampf mit dem Wolfgang Kors ist. An einer Box? Ja. Noah Hendricks. Hier, da ist er in der Box. Der zweite Platz hier auch. Damit geht der Patrick in Führung. Das hörst du gerne, wa? Ja. Wird aber direkt angegriffen von Igo Oliveira, der jetzt vorbeigeht. Damit war der Patrick Sainz genau 100 Meter in Führung. Aber jetzt sind einige andere Boxen. Marvin Sharp, Julian Emiliani. Noch 6 Runden. Und hier mittlerweile Platz 6 und Platz 7. Vanciacchio gegen Owen Coleman. Lamborghini gegen Ferrari. Ein schönes italienisches Duell. Oh, der Wolfgang, der macht gute Arbeit da hinten, wa? Das Einzige, wo ich ein bisschen, gewinne, ist in der Schikane hinten. Und hier Schumacher ist. Noch einer in der Box? André Kostanev. Oh, ich glaube, der kommt gleich raus. Und Gonzalo Beato ist auch in der Box. Zwei Positionen. Jetzt haben wir schon mal die angestrebten Positionen. Der BMW, der macht mir am meisten Sorgen da hinten, ne? Wolfgang. Jo, der Wolle.
ja, greift nicht an. Der steckt doch eher zurück. Der hat vor uns den Hinter sich freiwillig vorbeigelassen, als der gedrängelt hat. Er guckt sich die ganze Chance von hinten an. Hier haben wir den Kampf um Platz 4, Patrick Seitz vor Warwick Sharp. Was war das für einer? BMW gegen Mercedes. Über 100 da? Ja. André Pacero. Aber du bist schon 12. Aber der Lambo, die sind ganz, alle ganz schön weit zurückgefallen. Schauen wir gleich ein Stück hin an Tommy. Gonzalo Beato gegen Vanziakia. Und dahinter der Stefano Bernini. Noah Hendricks hat schon einen kleinen Abstand. Und da sehen wir mal Patrick Seitz gegen Warwick Sharp, Kampf um Position 4. Und der Warwick Sharp gibt dem Patrick einen kleinen, sodass der Patrick wegrutscht, sich eindreht. Und natürlich einiges von hier. Patrick Seitz verliert immer mehr an Boden. Heute hat Ortega im SpongeBob-Design hat mich verholt. Da hinten dieser Audi, Nummer 8, Adam vom Anfang. Da ist der, ne? Wahnsinn, ey. Voll der Schnelle. Überleg mal, der ist ausgerutscht und ist schon wieder hinter mir, ne? Ja. Muss aber erstmal am Wolfgang vorbei. Und hier sehen wir, jetzt geht der Remco Barlow auch an dem Patrick Seitz vorbei. Da hast du Scheiße gemacht. Der immer weiter zurück. Nein, die Arena. Komm mal, komm mal, flick mal eine Schippe drauf. Was hat er gesagt? Du sollst dich mit draufhauen. Macht Druck, erpresst, aber macht keine unnütze Aktion. Sehr gut. Danke für das Fleisch, Julian. Auf Fersengeld. Hier ein kleines Stück vorm Tommy, der David Finnegan in seinem Ferrari fährt ein solides Rennen. Patrick Seitz mittlerweile auf Platz 7 zurückgefallen hinter dem Remco Barlow. Warwick Sharp bis auf den Rempler auch ein solides Rennen, Platz 4. Und der Tommy behauptet sich immer noch vor dem Wolfgang. Patrick! Jo. Ich muss weinen. Dort halten. Ich bin ein Stein. Samuel, bitte. Ich bin ein Stein. Letzte Runde. Komm schon, du schaffst es. Hinter dem Termin wird der Perlschnur aufgereiht, die Autos. Und hier weiter vorne der Owen Coleman, mittlerweile Platz 8. Hier sind wir beim Arcoidian Ortega. In seinem wunderschönen lackierten McLaren Platz 5 und natürlich ganz voll vorne einsam und verlassen. Ey. Kevin Kemling, mein Spitzenrennen, während der Tommy weiterhin unter Druck steht. Samuel, bitte. Der flüstert mich hier ins Ohr. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Das macht halt total Kirre.
war ein ziemlich toller Kampf hier. Alle fahren sehr hart, aber fair. Und der Tommy hält sich vorne. Absolute Sahne. Potter meckert, dass gleich der Sprit alle ist. Oh, nur 0,8. Ne, 2 Liter habe ich noch. Nur noch ein Meter. Yes, yes, das war sauber. Na toll. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, hat er gesagt. Ja. Jungs, warte mal. Ja, war lustig. 12. Platz für den Bremsklotz, Jungs. Oh Mann, war gut, danke. Aber cooles Rennen. Walter vor Walter. Also sehr gut gemacht, Kev. Boah. Ich würde eher sagen, die hinter mir haben es gut gemacht. Ey, du musst sie auch erstmal aufhalten können. 12. Platz, das ist Pluspunkt. Jetzt bist du wahrscheinlich über 2000. Weiß nicht, ob das so gut ist. Jetzt bist du im 2000er Club, jetzt hast du Silberstatus. Ja. Oh, Angeber. Super Rennen, Wolfgang, danke schön. Das war echt geil. Ja, danke Thomas. War fair und nice to fight. Hat Spaß gemacht. Ja, wahrscheinlich, wenn du vor mir gewesen wärst, wärst du weggefahren. Ja, hat's ein bisschen aufgehalten, aber fair bin ich nicht vorbeigekommen und ich bin halt ein sauberer Fahrer und ich steche nicht irgendwo rein, weißt du. Dann ist es halt so. Das also, hat man gesehen. Ja. Dass er sauber ja, fährt. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Sehr danke, cool. Danke schön. Jo, danke dir auch. Sehr gut. Tommy, das war klasse. Ja. Oh. Sorry, dass ich ein bisschen wenig gelabert habe, aber das war ganz schön aufregend. Das war mir schon klar. Du kannst ja nicht hier. Du bist also ja nicht Patrick Simon. Ja, der hier auf der Nordschleife bei Vollgas umquasselt. Ja. Danke. The number 75, the Black Tree Race Crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette as Thomas looking left and right. He goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. So ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to 11th in class. We just had the car go upside down in the UK. Pat 15, the Black Tree Race Crew car has rolled over and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going.